Moin und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wir sind heute auf der Suche nach Erling Haaland in 17 FIFA 365 Stickerpäckchen. Ich weiß, ich war schon mal auf der Suche nach Erling Haaland und ich habe einfach Bock, diesen Sticker zu finden. Beim letzten Mal haben wir ihn nicht gefunden. Mal gucken, ob wir ihn heute finden. Natürlich in 17 Päckchen. Wieso 17? Er hat die Trikotnummer 17, Leute. In dieser Sticker-Serie, fragt ihr euch, Dennis, da gibt es doch keinen Dortmund mit Haaland. Ich weiß, da gibt es auch noch den Sticker mit Salzburgs Haaland. Also, er war ja vorher bei Salzburg, bevor er zu den Dortmunder Borussen gewechselt ist. Und diesen Sticker gibt es hier in der Serie, der ist sehr selten. Und mal gucken, ob wir ihn hier heute finden in 17 Päckchen, Leute. Ich hab Bock drauf, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, auf der Suche nach Messi, auf der Suche nach Kai Havertz, auf der Suche nach Leroy Sané und. Schreibt es unten rein in die Kommentare, schreibt mir auch euren Lieblingsfußballer rein unten. Dass ich weiß, aha, der Markus freut sich über Lewandowski. Der Patrick freut sich über einen Ronaldo. Der Dennis freut sich über einen Thomas Müller. Die Lisa freut sich über Cristiano Ronaldo beispielsweise, wisst ihr? Also haut rein. Und wir starten mit Pack Nummer 1, Leute. Pack Nummer 1, Abfahrt. Das ist ein 3er goldener Sticker, also man erkennt ihn schon leicht. Man erkennt ihn auf jeden Fall schon leicht. Wir gucken uns natürlich die anderen Sticker an. Die FIFA 365 Sticker habe ich ja auch schon wieder ein paar Tage länger nicht geöffnet. So, wir starten mit Spartak Moskau mit den Trikots. Und wenn kein anderer goldener Sticker drin ist, dann ist er ja schon mal nicht mehr dabei. Und es ist auch kein anderer. Also Olympique Lyon, Terrier und Cornet. Dann Semedo, Vague, Meria und Semedo, Joao Cancelo und Zinchenko. Das war Pack Nummer 1. Und da war kein Erling Haaland dabei. Sergio Ramos und Nacho. Genau so ein 3er goldener Sticker ist es. Bloß mit den Youngstars. Ich weiß gar nicht, wer hier in der Mitte ist und hier ist. Auf jeden Fall ist Haaland auf der linken Seite. Das weiß ich auf jeden Fall. Koulibaly, Benguit und Amine Meskini. Dann von Moskau, Tashev und Mirsov. Guljev und Anice. Anice oder irgendwie so. Elhuni und Armeni. Alter, was sind das hier heute für Namen, Junge? Ich kann jeden Namen nicht richtig aussprechen. Absolut lost hier, Packs United. Lost, meine Herren. Pack Nummer 3. Pack Nummer 3. Da haben wir Loftus-Cheek und Ross Barkley. Living Football, Lionel Messi, Pizarro Gonzalez, Riyad Mahrez de Bruyne und da haben wir von den amerikanischen Frauen, drei Stück. Einmal Erz, einmal O'Hara und einmal Dunn. I'm done. Nächstes, Mauro Icardi und Neymar Junior. Geiler Sticker, dann haben wir ja die niederländische Frauennationalmannschaft. Mere Ospina, Montiel Anguileri und Ramsey mit Miralem Pjanic. Ja, Wolski. Was war das jetzt für ein Pack? 4 oder 5 das schon? Ich bin immer, Leute, ich zähle immer mal, ein bisschen zähle ich mit und dann erzähle ich ein bisschen was und dann bin ich komplett Alzheimer. Dann habe ich komplett Alzheimer, dann kickt Alzheimer rein und dann weiß ich schon wieder nicht mehr. Wieso bei diesem Sticker, wieso dieser Sticker zweigeteilt ist, das weiß ich nicht und diese Frage kann uns Panini wahrscheinlich auch selbst nicht beantworten. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil es halt ein Sticker komplett ist, ne? Wirklich wunderschöne WM-Pokal, den kann man auch schon mal hier liegen lassen, ne? Der sieht einfach geil aus, der WM-Pokal. Für mich mit einer der schönsten Fußballpokale, die es gibt, auch mit der mit dem Schenking. Sprachen lernen, Bubble. Mit dem Champions League, genau, mit dem Champions League Henkelpott, das meine ich natürlich, den meine ich natürlich. Delaney und Weigel. Dann haben wir hier zwei Torszenen. Godin und Ranocchia. Und zu der Letzt wieder zwei Mannschaftsfotos. Einmal von Kolumbien und einmal von Ecuador und einmal von Frankreich. Ich habe hier nicht nur auf den Namen geguckt, sondern ich habe nur auf die Flagge geguckt und war mir sicher, es ist Kolumbien. Kolumbien hat ja genau die gleiche Flagge, bloß ohne halt das Logo vorne drauf, sage ich mal. So. Nächstes. Koulibaly und Benguit, den hatten wir doch heute schon mal, ne? Badri und Benzaha, L1FC, Quincy Promise, Tadic Neres und Living Football von D'Alessandro, D'Alessandro.
Dali D'Alessandro, Dali D'Alessandro. Ich glaube, das ist der, ne? Wenn der es jetzt nicht ist, dann ist es peinlich. Aber ich glaube, das ist D'Alessandro. Es gibt doch diesen Song, ne? D'Alessandro. So. Ab geht's. Manuel Neuer, Niklas Süle und Hernandez. Roberto Edi Nilsson, Sanchez, Medina, Layún und die Real Madrid. Aufstellung mit Toni Kroos, Ramos, Courtois, Varane. Wen haben wir da noch? Oh, den erkenne ich hier. Wer ist denn das? Auf jeden Fall Benzema, Modric, Carvajal, Marcelo, Bale und Lucas Vazquez. Aber wer ist er denn? Hä? Leute, wer ist er? Erkennt ihr ihn? Neben Benzema hier? Hä? Wer ist er denn? Jetzt ohne Spaß. Jetzt ohne Spaß. Und dann haben wir noch Rodri und Fernandinho. Fernandinho gibt es jetzt auch in FIFA als Totzkarte. Der gute Mann von Man City, von Pep Guardiola und Co. Da habe ich jetzt auch gehört, die Premier League soll auch jetzt bald wieder starten, ne? Genauso wie die Bundesliga. Und was war das für ein Schwachsinnsvorschlag? Die Bundesliga-Spieler, ich weiß nicht, ob das real war oder ob das ein Fake-Vorschlag war. Die Spieler sollen mit der Atemschutzmaske spielen. Mit einer Atemschutzmaske Fußball spielen. 90 Minuten lang. Finde ich Quatsch. Finde ich absolut Quatsch. Ne? Nur mal dazu. Ist mir gerade spontan eingefallen zur Premier League, dass die auch bald wieder startet. Rafael Sobis und Guilherme Parede. Dann haben wir Kanada und die niederländischen Frauen. Dann Coutinho Cousins, Bale, Rodrigo, Dries Mertens, Arkadiusz Milik von SSC Napoli. Wir haben ja noch einige. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir sind jetzt bei der Hälfte. Wir sind jetzt bei der Hälfte und Erling Haaland war noch nicht in Sicht. Vielleicht kommt er jetzt. Aber nur eventuell. Gucken wir mal. So. Wir haben Bar und Papadopoulos. Vecino Barella. Juan Bernat Kimbembe. Das war doch nicht Luka Jovic eben auf diesem Mannschaftsfotosticker, oder? Luka Jovic und Benzema. Thilo Kehrer mit Thiago Silva. Nicht ein goldenen Impact. Hier haben wir einen, aber es ist nicht den richtigen, den wir hier heute suchen. Semedo, Guilherme, Randeljovic. Onana und Tagliafico. Onana. Onana. Dann haben wir Salvio und De Rossi, Buffarini und Fabra, Mazraoui und Ekelenkamp von Ajax Amsterdam. Weiter geht's. Komm, ich bin guter Dinge, dass wir ihn heute noch finden, Mann. Saponjic und Vitolo, Bruno Henriquez, Rafael Scarpa, Bernardo Silva, Agüero, Zuma und Mount und Maximenko, Gigo und Chiquilla von Spartak Moskau. Mann, das geht doch nicht. Let's go. Push dich rein hier. Push dich rein. Chelsea-Trikots. Dann zwei Pokale. Hudson-Odoi, Abraham, Mesa, González, Leon Goretzka und Tolisso. Ja, Dortmund-Trikot wäre richtig, aber Dortmund, hier gibt es halt keinen Haaland beim BVB. Marius Wolf, Marco Reus, oh, da ist aber ein goldener dabei. Da ist ein goldener Ball dabei, aber es ist das Logo von Atletico Madrid. Phil Jones und Tuan Zebe. Ich weiß noch, wo sich jeder aufgeregt hat, dass das Juventus Turin-Logo geändert worden ist. Und mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und ich finde das neue sogar geiler als das alte, finde ich. Das ist meine Meinung. Welches, das Real Madrid Trikot, sage ich schon. Das Real Madrid Logo wurde ja auch so angepasst. Ich finde, das ist auch geil. Und hier Atletico Madrid unter anderem auch. Das ist jetzt hier so ein bisschen runder. Das war damals auch anders. Das war so eckig. Finde ich eigentlich auch so besser. Das ist alles, Leute, das ist alles eine Gewöhnungssache. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Macht man eine Sache eine Woche lang, mag man das vielleicht nicht. Macht man eine Sache ein Jahr lang, kann man sich nicht mehr davon trennen. So, ne? Oh, 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 wir haben jetzt hier... Oh, oh, das gibt's noch nicht, Leute. Guckt euch das an, guckt euch das an.
Wir haben einfach einen 3er goldenen Sticker von River Plate, 3er goldener Sticker von Dortmund, 3er goldener Sticker von Ajax und 3er goldener Sticker von Atletico Madrid. Aber nicht den 3er goldener Sticker, den wir hier heute suchen, Mann. Das geht doch nicht. Nächstes Pack. Manuel Neuer und Svenny. Burgstaller Marc Uth, Arrizabalaga und Christensen. Poncio Fernandes, Palacios, Cesar Azpilicueta mit Marcus Alonso. Vorletztes Pack für heute. Vorletztes Pack. Wünscht mir nochmal Glück. Davis Coman, Toussaint. Leute, vielleicht der neue Berliner, ne? Wenn Hertha nicht absteigen sollte. Draxler, Di Maria, Savic, Crimines und die Atletico Madrid Trikots. Letztes Pack für heute, bitte. Man muss das Pack streicheln. Man muss eins mit dem Pack sein. Erling Haaland ist jetzt dabei. Ich sag's euch. Oh, nee. Haben wir nicht. Kein Erfolg heute in diesem Video. Wir haben unser Ziel nicht erfüllt. Wir wollten Erling Haaland finden. Wir haben ihn nicht gefunden. Ich bin sauer. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.